Moin und willkommen zu den Last Movie Heroes. Bevor es losgeht mit der eigentlichen Review zu Widows tödliche Witwen, gibt es nochmal eine kurze Schweigesekunde, nämlich für Daredevil auf Netflix. Nach der dritten Staffel wurde die Serie jetzt leider vorerst eingestellt, jedenfalls auf Netflix. Mal gucken, ob es später beim Disney-Streaming-Portal weitergeht. Aber ich finde die Entscheidung ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schade, weil ich die Serie wirklich toll fand. Und vielleicht machen Patrick und ich nochmal ein richtiges Video dazu, zu den politischen Entscheidungen und auch was den Streamingdienst bei Disney bald angeht und auch was bei Netflix so los ist. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Aber jetzt gibt es erstmal wieder was richtig Schönes, nämlich einen tollen Film und zwar Widows. Der kommt am 6. Dezember in die deutschen Kinos und ist von einem, wie ich finde, der besten Regisseure, die da aktuell gerade so in Hollywood zu finden sind, nämlich Steve McQueen. Der hat zum Beispiel rausgebracht 12 Years a Slave, Hunger oder Shame. Und das sind wirklich tolle Filme. Der Mann macht auch viele Kurzfilme. Und das Drehbuch zu Widows stammt von Gillian Flynn. Die kennt ihr vielleicht auch von Gone Girl oder der Serie Sharp Objects, die vor kurzem rausgekommen sind. Widows ist auch eigentlich eine kurze Serie aus den 80ern gewesen. Spielte damals in London und jetzt hat man das nach Chicago verfrachtet und wie gesagt ein komplett neues Drehbuch geschrieben. Und es geht darum, dass der Coup einer kriminellen Männerbande mächtig schief geht und zurückbleiben deren Witwen mit teilweise auch sehr, sehr hohen Schulden. Veronica, eine davon, nimmt die Zügel selbst in die Hand, nimmt Kontakt mit den anderen Frauen auf und plant ein eigenes ganz großes Ding, um die Schulden zu begleichen, aber auch um einfach selbstständig zu sein. Der Plot ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant und es ist ein Heist-Film, aber auch ein bisschen ein Thriller und ich würde ihn einfach so betiteln als Ocean's 8 für Erwachsene. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und nach Schneemann und nach Verschwörung habe ich so gedacht, ja, gute Thriller, wo seid ihr eigentlich? Und hier bekommt man mal wieder einen und auch dazu noch einen richtig guten Heist-Film. Ich bin ja eh ein großer Heist-Fan und deswegen habe ich mich natürlich auch ziemlich auf den Film gefreut. Vor allem, was den großartigen, also wirklich großartigen Cast angeht. Also von vorne bis hinten ist der toll besetzt. Erstmal die Frauenbande an sich, Viola Davis, Michelle Rodriguez und Elizabeth Debicki. Die spielen da mit, sind halt der Kern des Films, also die Frauenbande, die Witwen, die zurückgelassen wurden und die sind wirklich allesamt wunderbar, vor allem Viola Davis spielt grandios hier in diesem Film, die spielt wirklich richtig, richtig gut und das sind einfach toll entwickelte Figuren, aber dazu komme ich gleich nochmal. Auch die Männerpartie ist sehr, sehr gut gewählt, was das Casting angeht. Ich meine, man hat Liam Neeson, man hat Colin Farrell und Daniel Kaluuya, den ihr vielleicht auch aus Get Out kennt, spielt hier mal wieder ein bisschen anders, finde ich ganz gut, weil bei Black Panther hat er mir nicht so gefallen, aber auch wirklich, also von allen Rollen kriegt man hier die Top-Leistung. Vielleicht nicht ganz von Colin Farrell, den habe ich schon deutlich besser gesehen, den finde ich hier in Ordnung in dem Film. Ich finde seine Rolle manchmal in manchen Teilen des Films nicht immer ganz schlüssig. Das war mir nicht ganz konsequent genug, aber die anderen Rollen auf jeden Fall. Man hat einfach mal wieder das Gefühl, dass man wirkliche Personen da sieht, die sind toll beschrieben worden, die haben alle einen eigenständigen Charakter und man hat einfach das Gefühl, dass sie lebendig sind, dass die ein eigenes Leben haben und hier sieht man wieder in dem Film, wie wichtig ein gutes Drehbuch ist und Gillian Flynn kann einfach grandios vor allem Frauenrollen schreiben und das hat sie hier erneut bewiesen und Steve McQueen hat das einfach, was die Charakterisierung auch angeht, sehr, sehr toll umgesetzt. Der ganze Film ist auch, wenn ihr andere Filme von Steve McQueen kennt, sehr nüchtern erzählt. Das heißt, da passiert nicht ständig irgendwas, da ist kein One-Liner, da ist keine Explosion oder sonst irgendwas. Das ist sehr trocken, das ist sehr nüchtern. Es gibt auch sehr, sehr viele Subplots. Das heißt, man muss wirklich die ganze Zeit am Ball bleiben beim Film. Der Film geht knapp über 2 Stunden und man bekommt auch nichts erklärt. Das spricht auch wieder für ein tolles Drehbuch. Das heißt, es gibt keine Figuren, die jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt das und das machen und jetzt haben wir das, wie gehen wir da vor, sondern das entwickelt sich alles natürlich. Also es ist einfach so sehr authentisch und das mag ich vor allem bei solchen Thrillern oder Heistfilmen immer sehr gerne. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, um überhaupt in diese Welt reinzukommen. Es gibt halt sehr viele Handlungsstränge, was ein bisschen schade ist, es gibt so ein, zwei Handlungsstränge,
die nicht so ganz ausgebaut sind und vielleicht auch, ich würde sagen, so ein bisschen ins Nichts verlaufen. Das kommt mir fast so vor, als ob entweder eine Szene gekürzt wurde und man da nicht weiter drauf eingegangen ist. Vergessen hat man es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie kommt er mir nicht ganz vollendet vor. So ein, zwei kleinere Sachen, das kann schon mal passieren bei so vielen Subplots, aber ist natürlich auch irgendwie aufgefallen, fand ich in dem Moment ein bisschen schade, weil der Film an sich auch richtig, richtig stark ist. Vor allem ist er auch richtig intensiv und wer die anderen Filme von Steve McQueen kennt, der weiß, dass er gerne Plansequenzen mit einbaut in seinen Film. Davon gibt es auch so einige. So zum Beispiel gab es ja auch bei 12 Years a Slave diese grandiose Plansequenz mit dem Auspeitschen, die einfach wahnsinnig intensiv war. Und hier gibt es auch mindestens eine tolle Plansequenz, die mir vor Schreck den Boden unter den Füßen weggezogen hat, die sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Und ich bin gespannt, wie ihr die finden werdet, wenn ihr das im Kino seht. Ich fand sie auf jeden Fall ganz toll. Und vor allem, was ich auch toll fand, und das fand ich lange nicht mehr toll bei solchen Filmen, den Heist an sich. Ob er gelingt oder eben nicht, müsst ihr dann selber im Kino sehen. Aber der wurde mal wieder richtig gut, authentisch und wirklich spannend umgesetzt. Ja, sehr gut, also wirklich ein sehr guter Film. Kann ich nur empfehlen, hier und da halt die kleinen Schwächen mit den ganzen Subplots, dass nicht alle die Aufmerksamkeit vielleicht bekommen haben, die sie vielleicht verdient hätten, also wenn man halt so viele wirklich einbaut. Und Colin Farrells Rolle fand ich in Ordnung in dem Film und einfach nicht so stark wie die anderen. Und von mir bekommt Widows wirklich starke 8,5 Punkte. Also wenn ihr den sehen möchtet, mal wieder einen guten Heistfilm, guten Thriller, geht auf jeden Fall ins Kino. Macht ihr auf keinen Fall was falsch. Das ist ein sehr, sehr guter Start, finde ich, in den Dezember. Und wenn ihr den gesehen habt oder ja, wenn ihr euch freut auf den Film, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und dann können wir ein bisschen diskutieren. Und ja, euch ganz viel Spaß im Kino, euch morgen guten ersten Advent und bis zur nächsten Review.